Ja, man wird halt quasi so, nennen, so kalte Wasser geschmissen, ja. So, und dann ist man halt da. Man muss einkaufen, man muss alles halt selber machen. Man sucht eigentlich nicht immer so bewusst direkt so nach Veränderung, sondern will eigentlich immer da bleiben, wo man jetzt gerade sich sicher fühlt, wo man die Leute kennt. Jetzt ziehe ich einfach mal um, irgendwie 500 Kilometer in den Süden oder 500 Kilometer in den Norden. So im Sinne von, man kriegt das nicht hin oder man findet keine Freunde. Das ist sicher bei sehr vielen die Angst. So, ja, man ist dann lonely irgendwie in der Stadt. Wo sagt man jetzt, welcher Standort ist so der beliebteste für das Medizinstudium oder welcher Standort oder welche Uni soll so das Beste sein? Jo Freunde, herzlich willkommen zum heutigen Video mit dem Special Guest. Mit Jonas, der ein oder andere kennt ihn vielleicht schon. Man kennt ihn. Wir haben auch schon ein Video auf seinem Channel jetzt hochgeladen zum Thema Studienplatztausch. Und in diesem Video geht es jetzt darum, was ist die beste Uni zum Medizinstudieren und welche Faktoren spielen da eine Rolle. Und wir wollen da insbesondere darauf eingehen, so Großstadt versus Kleinstadt, viele Studenten, wenige Studenten, zu Hause studieren oder doch lieber ausziehen und noch einige weitere Punkte. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Wir haben ja eine gewisse Background-Story. Jonas ist gewechselt von Gießen nach Frankfurt. Wir haben ja beide, also die Leute, die vielleicht mich auf meinem Kanal auch schon kennen, wir haben ja beide zuerst in Gießen studiert, da kommt ja auch die Connection. Wir haben ja schon ein Video auf meinem Kanal zum Studienplatztausch gedreht. Der Grund, damit ich das hier klarstelle, ich wollte jetzt hier Gießen nicht wegfahren. Warum ich nach Frankfurt gewechselt bin, war einfach, weil mir die Stadt an sich besser gefällt. Ja. Genau, man hatte halt einfach diesen Kontrast Großstadt versus Kleinstadt. Wie sieht's aus an einer bis kleineren Uni zu studieren und wie sieht es aus, an der größeren Uni zu studieren? Und dann würde ich sagen, fängt Jonas erstmal ganz kurz an und sagt es so. Ein bisschen nach hinten rücken. Hä? Oh, jetzt. Damit wir auf einer Ebene kommunizieren. Sag einfach mal den Vergleich. Ne? Wie ist dein Feeling so jetzt also, Frankfurt im Vergleich zu Gießen? Ich muss natürlich erstmal dazu sagen, dass ich das ein Semester hier in Frankfurt überhaupt richtig studiert habe, weil danach Corona reingekickt hat und ich ein Jahr hier saß quasi nicht in der Uni war. Grobe Unterschiede sind auf jeden Fall, wenn ihr in einer kleineren Stadt studiert, wie zum Beispiel in Gießen oder egal welche Stadt es ist, einfach in einer kleinen Stadt studiert, ihr seid generell meistens auch weniger Leute im Studium oder im Jahrgang quasi und dadurch habt ihr halt ein deutlich so ein viel familiäreres Umfeld quasi. Das heißt, ihr kennt eigentlich jeden aus dem Studiengang. Wenn man sich jetzt über den Weg läuft, sagt man sich eigentlich immer hallo, während das hier in Frankfurt so ist. Wir sind knapp 500 Leute oder 500 Leute im Studium. Und das ist halt eher mal so, dass die Leute aus dem gleichen Semester über den Weg laufen, aber sich eigentlich gar nicht, sie kennen sich gar nicht oder wissen gar nicht, dass sie im Studiengang sind. Jetzt zum Vergleich, in Gießen haben wir jetzt, glaube ich, 200 in unserem Semester. Frankfurt sind es eben 500, also mehr als doppelt so viel. Ich glaube, das merkt man schon ordentlich. Also ich habe ja davor kurz mal in München BWL studiert, da waren wir, glaube ich, 850 oder 900. Und da war es auch schon ziemlich anonym. Also es gibt immer so kleinere Gruppen, wo sich halt die Leute dann kennen. Und in Gießen ist es halt schon so, man läuft durch die Uni, durch das Semester und man kennt irgendwie jeden schon mal so vom Sehen oder man grüßt sich auf jeden Fall, man kennt vielleicht sogar die Namen und so und das ist halt in der Großstadt natürlich nicht so der Fall und das muss einem auch bewusst sein, ja, mag man eher dieses Anonyme oder gefällt es einem mehr, wenn man dieses Familiäre quasi hat. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, also was ich jetzt mit Frankfurt gemerkt habe, dass von der Organisation her kann es halt so echt ein bisschen chaotischer werden, kann natürlich auch in der momentanen Situation hier liegen. Man ist halt schon mehr, man hat so das Gefühl, dass man mehr irgendeine Number im System ist, als dass man jetzt irgendwie, ja, du bist jetzt hier der Max oder der Jonas oder der Ennis. Das ist die Nummer 103778, ja, genau, so. Ja, man hat halt eine Matrikelnummer und du wirst auch nur mit der Matrikelnummer, so die Matrikelnummer steht quasi in deiner E-Mail drin und du wirst auch nicht mit Namen teilweise adressiert, sondern wenn du deine Klausur durchguckst, dann steht da auch nur deine Matrikelnummer quasi. Echt, ist bei euch so? Ist so, in Gießen auch teilweise. Ja, also der Name steht schon noch da. Ja, genau. Ich weiß nicht, kommt auf die Uni an, aber je größer die Uni, desto anonymer wird's. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Menschen, die es in die Großstadt zieht, sind dann auch ein bisschen anders manchmal drauf als Menschen, die jetzt in kleineren Städten sind. So. Und deswegen, denke ich, kannst du auch unterstreichen, sollte man selber so gucken, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, also das Wichtigste ist natürlich, einen Platz zu bekommen. Und da sollte man schauen, wo man eine realistische Chance hat. Aber wenn man einfach selbst mal so auf sich hört und sich denkt, okay, wo will ich hin? Ja, vielleicht manche von euch denken sich, ey, ich habe so Bock auf Berlin oder ich habe so Bock auf München. Und wenn das möglich ist, ja, mit eurem Schnitt, dann macht das auch, ja, also da können wir auch gleich zu dem Punkt kommen mit dem Zuhause studieren und außerhalb studieren, ja, weil da ist ja häufig auch die Hemmung da, wenn es heißt, so, okay, jetzt habe ich mein Abi, jetzt ziehe ich einfach mal um, irgendwie 500 Kilometer in den Süden oder 500 Kilometer in den Norden. Da wollen wir jetzt auch mal kurz auf die Vor- und Nachteile, sage ich mal, eingehen vom Zuhause studieren und außerhalb studieren. Das ist natürlich so, ne, also wie gesagt,
die Hemmung ist am Anfang da, auf einmal auszuziehen, man ist das halt gewohnt, mit zu Hause zu sein die ganze Zeit. Ja, und die meisten Leute, das, also kennt ihr bestimmt von euch selbst auch, man sucht eigentlich nicht immer so bewusst direkt so nach Veränderung, sondern will eigentlich immer da bleiben, wo man, da wo man jetzt gerade sich sicher fühlt, da man, wo man die Leute kennt. Ist ja im Studium auch so, ihr kommt ja ins Semester rein und ihr kennt ja niemanden. Und wenn ihr jetzt den Studienplatz tauscht zum Beispiel, dann ist es ja auch einfach so, dass ihr jetzt euch komplett neu orientieren müsst. Aber das ist immer nur so ein Ding im Kopf, weil dann seid ihr eine Woche im Studium drin oder zwei Wochen in einem neuen Ort oder auch wenn ihr jetzt neu anfangt zu studieren. Und dann habt ihr euch quasi schon so eingefunden und dann ist es gar nicht mehr diese Hemmung, dass man so denkt, ah fuck, ich kann nicht irgendwo Neues hingehen oder so. Ich muss jetzt in meiner Stadt bleiben. Man kann sich an jede Stadt innerhalb von zwei, drei Wochen, da fühlt man sich da fast schon heimlich. Es ist so, es ist einfach nur die initiale Angst und da versucht einem der Kopf selbst was vorzuspielen, dass man jetzt Angst hat, irgendwie auszuziehen oder woanders zu leben. So im Sinne von, man kriegt das nicht hin oder man findet keine Freunde. Das ist sicher bei sehr vielen die Angst. So, ja, man ist dann lonely irgendwie in der Stadt. Aber das wird in 99% der Fälle nicht der Fall sein. Ja. Und das Tolle ist, wenn man eben auszieht, man kommt mal aus den gewohnten Kreisen raus. Ja, man hat ja in der Heimat so seinen Freundeskreis, seine Family, was ja alles nice und super, also wertvoll ist, ja. Nur wenn man halt echt mal rauskommt, dann kann man sich auch selber mal so völlig unabhängig von den bisherigen gewohnten Einflüssen entwickeln. Eure Persönlichkeit natürlich auch entwickeln, ja. Euch selbst irgendwie entfalten, wenn ihr selbst in der Wohnung wohnt. Ihr lernt sehr viele wichtige Sachen und so, das ist zumindest mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, man reift viel. Man kann viel schneller reifen. Man lernt einfach auf eigenen Beinen zu stehen, weil wenn man zu Hause ist, dann hat man halt immer die Möglichkeit, Wäsche machen zu lassen, zu kochen. Alles wird quasi für dich gemacht. Genau. Das ist einfach eine Form von Erwachsenwerden, dass man sich da weiter im Leben entwickelt. Ja, man wird halt quasi so kalte Wasser geschmissen so und dann ist man halt da. Man muss einkaufen, man muss alles halt selber machen. Deswegen ist es so wertvoll. Also ich persönlich kann es auch nur empfehlen, dass man zumindest, man kann auch, also wenn man sagt, okay, ich will nicht zu weit weg von zu Hause, man kann auch einen Kompromiss finden und irgendwie 100 oder 200 Kilometer wegziehen von zu Hause, aber einfach diesen Step mal zu machen, wirklich alleine zu wohnen und auf sich selbst gestellt zu sein, auch mit seinen eigenen, wertvoll. Auch mit seinen eigenen, mit den Problemen halt selbst umzugehen und nicht immer dann direkt zu Mama oder Papa nach Hause und dann direkt dann anfangen zu weinen, so wie vielleicht noch zu Schultagen. Klar kann man das auch mal im schlimmsten Fall noch mal nach Hause fahren und wenn man Struggles hat. Wichtiges Backup, auf jeden Fall. Aber dass man sag ich mal, die kleinen Probleme auch mal mit sich selbst oder vielleicht mit seinen Freunden oder I don't know löst. Wo sagt man jetzt, welcher Standort ist so der beliebteste fürs Medizinstudium oder welcher Standort oder welche Uni soll so das Beste sein? Heidelberg hört man überall durch die ganzen Gänge, sag ich mal, so flüstern und rauschen und tuscheln, dass das so krass sein soll. Es ist auch am schwierigsten, sag ich mal, in Heidelberg reinzukommen. Ja. Also Heidelberg soll halt von den Requisiten, die Uni halt natürlich zur Verfügung hat, ne, von den Ausbildungsmöglichkeiten und auch von der Lehre sehr gut sein. Ich persönlich würde jetzt aber sagen, dadurch, dass halt jeder das gleiche Staatsexamen hat, dass das jetzt, also bezüglich der Perspektive in Krankenhäusern oder so oder in der Forschung jetzt gar nicht so krass differiert zu anderen Unis, weil ne, man macht ja überall in Deutschland das gleiche Staatsexamen und dass es da gar nicht so viel ausmacht, jetzt ob man jetzt aus Heidelberg kommt oder aus Homburg kommt oder aus Gießen kommt oder aus München kommt, dass das halt eher darüber hinweg, also wenn man, ja, also vielleicht forschungsmäßig oder keine Ahnung. Heidelberg hat schon mal diesen, oh ja, aus Heidelberg, diesen Effekt so ein bisschen, aber ich weiß nicht. Also in gewisser Weise kann es auf jeden Fall, ne? Also der Name kann in gewisser Weise auf jeden Fall. Also wenn man das so hört, dann ist immer direkt so, oh ja, krass, Heidelberg. So, ja. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages jetzt wirklich eine Rolle spielt und wenn du jetzt in Heidelberg einen Zweierabschluss machst oder ob du jetzt in Gießen oder in Frankfurt einen Einserabschluss machst, ob du dann in Frankfurt besser genommen bist oder in Heidelberg. Und da muss man natürlich noch für sich so entscheiden, hey, will man an der Uni studieren, wo Medizin als Modellstudiengang angeboten wird oder als Regelstudiengang? Ein Regelstudiengang, das wissen vielleicht die meisten, das ist jetzt das, was wir beide zum Beispiel machen, dass man das ganze Studium in Vorklinik, also vier Semester Vorklinik und acht Semester Klinik unterteilt hat, beziehungsweise sechs Semester Klinik. Sechs Semester und zwei. Und dann PJ, genau. Und Modellstudiengang, da ist es halt mehr so vernetzt, dieses vorklinische Wissen, das heißt, dieses naturwissenschaftliche ist mehr mit diesem klinischen vernetzt. Man hat jetzt nicht diesen klassischen Weg quasi, ne? Also es ist einfach eine neue Herangehensweise des Medizinstudiums und das machen die Unis auch ne, nach ihren eigenen Regeln quasi, also jede Uni macht ihren Modellstudiengang ein bisschen anders. Muss man sich natürlich informieren, wenn es für einen selbst eine Rolle spielt. Ja, ich glaube, für die meisten ist es eher so, dass man schaut, hey, dass man eher schaut, dass man Platz bekommt dann in der Stadt, wo man wirklich Bock drauf hat oder allgemein Platz bekommt, als dass man sich jetzt so viel Gedanken macht über Modellstudiengang und Regelstudiengang.
In dem Sinne, Freunde, das war's mit dem Video. Wie gesagt, checkt das Video beim MedJonas ab bezüglich dem Studienplatztausch. Das heißt, Jonas heißt ich nicht MedJonas heißt der Junge. Das heißt, wenn ihr irgendwie an irgendeinem Platz so genommen wurdet und sagt, hey, ich habe da jetzt nicht so Bock, irgendwie dort zu studieren, ich würde gerne wechseln, könnt ihr euch das gerne angucken auf seinem Channel, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Die abonniert beide von uns. Ciao, ciao, wir sehen uns, Leute. Haut rein.